Guten Morgen. Hier ist echt was los. Hier ist gerade ein Eichhörnchen im Baum aufgewacht. Und es hat auch die ganze Nacht geraschelt. Ich bin ja hier wirklich ganz nah am Wasser. Das sind vielleicht 3 Meter. Und da war doch die Nacht einiges los. Hier vorne sehen wir es. Hier ist schön Wasser. Ja, es war die Nacht nicht ganz so kalt wie gestern, aber schon sehr frisch. Also es sind jetzt 12 Grad. Es ist jetzt so circa 6:30. Ich werde mir jetzt erstmal einen heißen Tee kochen. Frühstücken wäre ich nicht groß. In circa 5 Kilometern kommt ein Laden. Zumindest war das auf meiner Karte so. Und da werde ich mir dann was zum Frühstück holen. Und Mittagessen werde ich mir heute auf der Tour kochen. Hier ist die Badestelle und guckt mal, wie der Dampf aufsteigt vom Wasser. Das ist richtig schön. Richtig toll. Das Zelt ist heute auch nicht so nass von außen. Mit Kondenswasser habe ich ja überhaupt keine Probleme. Es ist ziemlich gut durchlüftet. Aber von außen ist halt dieser Tau auf dem Zelt. Der ist heute nicht so doll. Aber wenn nicht, ich packe das einfach nass ein. Das ist mir auch egal. Also dieser Blick ist richtig toll. Dafür lohnt sich's doch, oder? So, die Aufräumarbeiten schreiten voran. Der Tee zieht jetzt. Und bis ich alles abgebaut habe, ist er dann auch trinkfertig. Und dann werde ich mich auch bei Zeiten losmachen, denke ich mal. Über dem See scheint jetzt hier die Sonne langsam aufzugehen. So, da liegt mein ganzer Krempel, der muss jetzt noch in die Taschen. Ich trinke jetzt noch einen Tee. Und esse noch einen Keks. Dann gehe ich noch mal in den Waschraum. Da nehme ich aber gleich mein Fahrrad mit, weil da muss ich 150 Meter oder 200 Meter einen Berg hoch. Und dann wieder einen Berg runter. Und dann geht's auf Tour. Jetzt machen wir noch mal einen kurzen Blick an den Strand. Wie ihr seht, ist die Sonne jetzt aufgegangen. Sieht richtig toll aus. Schön. Herzlich willkommen im Jahr 1960. Hier sehen Sie den Dusch- und Waschraum. Die Waschbecken sind sauber und auch neu, da kann man nicht meckern. Es ist alles wirklich geputzt. Die Fliesen sind etwas antik und die Duschen sind etwas gewöhnungsbedürftig. Also wir haben hier 4 Duschen. Da kann man sozusagen gemeinsames Duschen machen. Hier sind die Münzautomaten. Ja, das sind die Dusch- und Waschräume. Jetzt gehen wir noch zu den Toiletten. Das ist hier wirklich spannend, deshalb muss ich euch das auch unbedingt zeigen. So, das sind die Toiletten. Ja, es ist alles sehr einfach, aber ich muss sagen, es ist sehr sauber. Also da kann man nicht meckern, es ist Toilettenpapier da. Alles gut. Und das Dach hier oben, das scheint auch neu gemacht zu sein. Also scheint hier auch eine gewisse Bewegung drin zu sein. So, für mich heißt es jetzt Zähne putzen, nochmal auf Toilette gehen, die Flaschen auffüllen und dann geht's los. Hier mal noch ein kleiner Blick von den Außenanlagen. Also das hinten ist das Toilettenhäuschen. Hier ist die Rezeption. Hier ist ein Spielplatz, Tischtennisplatte und
Freiluftschach. Ja, die meisten Wege sind hier mit diesem Rindenmulch ausgelegt, was wahrscheinlich bei nasser Witterung sehr hilfreich ist. Ansonsten ist das hier alles sehr weitläufig, aber halt alles auch im Wald. Wobei Mücken, muss ich wirklich sagen, gab es so gut wie keine. Ja, hier sind eigentlich nur Dauercamper. Naja, wer es mag. Für mich wäre das jedenfalls nichts, immer an einem Ort. Ich muss immer unterwegs sein. So, das Tor war noch verschlossen. Es ist jetzt 8.03 Uhr. Ich habe aber einen Schlüssel. Für die Toiletten brauchen wir den ja auch. Und den Schlüssel, den soll ich dann bei Abreise hier in den Briefkasten werfen. Was wir hiermit tun? Moment. Beweis. So. Da ist er drin. Und für mich geht es jetzt da vorne lang. Glaube ich zumindest. Nee. Oder hier? Ich bin mal wieder im Blindflug. So, ich bin on the road again und fahre jetzt den Lutherweg lang. Naja, bis jetzt sieht er ja ganz nett aus. Eine richtige Begrüßung gibt es dann, wenn ich weiter drin bin. So, hallo und guten Morgen erstmal. Heute ist der 6.9.2023 und ich bin wieder draußen unterwegs. Heute ist der letzte Tag meiner kleinen Radreise im September. Ich fahre jetzt direkt bis nach Hause. Das sind ungefähr knapp 50 Kilometer. Das sind ungefähr 100 Höhenmeter und 140 Höhenmeter bergab. Also tendenziell geht's runter. Ich hoffe mal, dass die Wegverhältnisse heute etwas besser sind. Ich fahre wahrscheinlich auch viel Landstraße zwischen kleinen Dörfern. Bundesstraße oder sowas ist heute nicht dazwischen. Zumindest habe ich da mal auf der Karte geschaut. Ja, den letzten Teil, so die letzten 15 bis 10 Kilometer, die kenne ich ja dann schon. Dann bin ich ja schon fast in Leipzig. Das Wetter soll heute sehr warm werden. Noch ist es sehr frisch. Ich habe auch noch einen Pullover an, aber die Sonne kommt raus und man merkt schon, wie sie ihre Kraft entwickelt. Aber jetzt geht es erstmal weiter auf zum Supermarkt. Ich bin immer noch auf dem Lutherweg und hier geht es in 0,5 Kilometern zu den Hügelgräbern. Und genau da geht es lang. Da freue ich mich. Ich habe mich übrigens gestern immer gefragt, was das für ein Krach ist. Die ganze Zeit, es ging bestimmt bis 19, 20 Uhr und heute Morgen fing es auch wieder um 8 an. Aber das sind hier diese Erntemaschinen. Die hört man natürlich sehr. Ja, mit dem Weg habe ich mich jetzt gerade ein bisschen zu früh gefreut. Jetzt haben wir wieder Waldweg. Und schon ist es wieder schöner Asphalt. So muss das sein. Das wünsche ich mir heute. Als Abschluss, dass ich schöne Strecken habe. In Falkenhain gab es einen kleinen Dorfladen, nah und frisch. Ja, die hatten eigentlich ein ganz gutes Angebot. War auch ein kleiner Bäcker drin und sogar eine Fleischtheke. Ich habe mir bisschen was zum Frühstück gekauft. Bin jetzt hier auf so einer kleinen Verbindungsstraße zwischen zwei Dörfern. Total ruhig. Hier ist es ein bisschen hügelig. Schöne Landschaft, gefällt mir. Viel Landwirtschaft, ja. Aber ansonsten sehr beschaulich. Mir fiel übrigens vorhin gerade ein, dass ich doch was von Hügelgräbern erzählt hatte. Ich habe keine gesehen. Naja, auf alle Fälle geht es jetzt weiter auf der Suche nach einem schönen Pausenplatz. So, da vorne stand ein Sperrschild und da vorne ist es zu Ende. Ja, hier ist ein bisschen was runtergekommen. Mein Gott, in der Zeit, wo die Schilder aufgestellt haben, haben die das doch aber auch mal weggeräumt, oder? Ich verstehe das nicht. Naja, so ist das halt.
Auf alle Fälle habe ich Glück. Es war auch keine Umleitung ausgeschildert und nichts. Und ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal. Umdrehen kann man auch mal. Ich sage euch, das geht schon wieder fast so los wie gestern. Irgendwie ist doch hier immer der Wurm drin. Aber ich kann weiterfahren. Sehr schön. Schauen wir nochmal zurück. Steht ja nicht da, dass Fußgänger nicht durch dürfen. Ach ja. Für mich geht es jetzt hier weiter ins nächste Dorf. Richtig idyllisch hier. Reichlich 12 Kilometer sind geschafft. Ich habe jetzt meinen Pausenplatz gefunden. Gar nicht mal übel. Das ist hier die Steinarbeiterroute, Geopark Nordsachsen, Kaolingrube. Bis 1965 wurde hier gearbeitet. Ja, schöner kleiner See. Ich sag's mal so, es ist jetzt nicht ideal, aber 7 von 10 kann man schon geben. Hier hat wieder jemand seinen großen Müllsack entleert, also abgestellt. Ich weiß nicht, ob die Leute keine Müllabfuhr haben. Hier ist auch ein Parkplatz für Autos, stehen auch sehr viele da. Und hier ist auch gleich die Straße. Aber es gibt eine schöne Sitzgruppe und mein Magen knurrt. Von daher mache ich jetzt eine Pause. Ja, was gibt's heute? Kaffee Latte, Mühlensalami und Brötchen. Und guckt mal, noch richtige DDR-Brötchentüten ohne Plastik. Mit Blick auf den See. Nicht schlecht. Ich melde mich mal wieder. Die Pause ist beendet. Ich bin jetzt bei Kilometer 17. Die Streckenplanung scheint heute ganz gut gelungen zu sein. Auf alle Fälle bin ich jetzt hier auf dem Radweg die ganze Zeit schon. Also der verlief die ganze Zeit auf einer kleinen Landstraße. Und das hier ist ja auch eine kleine Straße, aber die ist schon sehr klein. Es ist hier insgesamt sehr wenig Verkehr. Es ist schön ruhig. Es macht richtig Spaß. Ich bin jetzt, glaube ich, oberhalb von Wurzen. Und die Landschaft hier ist sehr schön, leicht hügelig, richtig toll. So, ich bin jetzt auf dem Radweg nach Bennewitz. Hier ist eine schöne Pausengruppe. Die ist auch schön in der Sonne. Die Sonne scheint jetzt auch schon wieder richtig kräftig. Ja, jetzt kommt das nächste Problem. Ich glaube, wir sind an der Mulde. Und ich muss darüber. Entweder es gibt ein Wunder oder ich muss alles abpacken, das Fahrrad hoch und dann alles wieder draufpacken. Ja, das haben wir ja von gestern, sind wir das ja schon gewöhnt, gell? Auf alle Fälle sieht es hier idyllisch aus. Ach nee, Leute. Es bleibt spannend. Manch einer denkt, ja, so eine Radtour, ja, 50 Kilometer ist ja nicht viel. Prinzipiell stimmt das auch. Aber irgendwie, das merkt ihr ja selber, passiert auf jeder Strecke irgendwas Unvorhergesehenes. Irgendwas ist immer eine Umleitung, ein umgestürzter Baum. Oder eine Brücke über einen also der Radweg führt ja geradeaus. Ja, ich glaube, da kann man zwar das Rad hochschieben, aber mit Gepäck wird das natürlich nichts. Naja, gehen wir mal hingucken. Und voller Ironie haben sie da noch so ein Radwegschild angebracht. Ja, so ist das. So, abpacken, es geht los.
So wie ihr vielleicht gesehen habt, konnte ich nicht mehr schalten. Und ich habe gedacht, es hat sich irgendwas vermehrt vom Hochschieben. Aber nein, mein Gurt, den ich um das Pack auf dem Gepäckträger habe, hat sich schön um die Achse gewickelt. Naja, gut. Ich sag mal so, den muss ich jetzt rauspiepeln. Man gönnt sich ja sonst nichts. Aber, Leute, Blick auf die Mulde. Richtig schön. Hier vorne, das könnte Eilenburg sein. Gefährliches Halbwissen. Hier ist die andere Seite. Ja, ich habe schon gesehen, hier vorne, das ist nur so ein kleiner Feldweg. Oh nee, ich habe irgendwie ein Pech. Nee, eigentlich habe ich kein Pech. Ich bin einfach nur zu doof. Seht ihr das? Das hat sich hier voll reingezerrt. Aber das könnte mit etwas Geduld und Spucke. Naja, bloß gut, dass der nur 1,50 Meter lang ist. Naja, das kriege ich wieder hin. Das sollte jetzt kein Problem sein. Ich weiß gar nicht, ob er... Nee, fahren tun wir mal lieber nicht. Wir machen das jetzt mal hier fertig. Ach Leute, ey. Ich weiß nicht. Ich will mal so sagen, es hat sich ja relativ schön hier drum gewickelt. Von daher geht es auch schön ab. Oh, ich sehe gerade, das Schön hat gerade ein Ende. Ach, die Schande. Guckt es euch an, das ist hier in der Kette. In der Kette. Jetzt muss ich auch noch die Kette anfassen. Und dann hat sich das hier über die Zahnräder... Und hier innen ist das andere Teil. Naja, ich versuche mal mein Glück. Ich habe es geschafft. Das Problem war, dass die Schnalle zwischen dem Zahnkranz und den Speichen hing. Und es ging überhaupt nicht raus. So. So sehe ich aus. Perfekt, gell? Ich habe extra Werkzeug mit. Und in meinem Werkzeugsack sind auch Handschuhe für solche Fälle. Naja, auf alle Fälle habe ich jetzt hier bestimmt eine Viertelstunde rumgemerkt. Ich bin fix und foxy. So sieht mein Haufen aus. Ich muss noch runter. Egal, jetzt ist es geschafft. Kann man nochmal den Blick über die Mulde schweifen lassen. Das ist hier so schön. Oh, ich bin froh, dass ich es wieder hingekriegt habe. Ich hoffe, es schaltet auch, aber das probieren wir erst, wenn wir unten sind. Jetzt nochmal alles runtertragen. So, ich habe alles wieder drauf gepackt. Zumindest schieben geht. Aber hier ist eigentlich nur noch Rasen. Und ich muss jetzt erstmal wieder runterkommen. Und deshalb schiebe ich jetzt erstmal ein kleines Stück. So, das Ganze hat mich jetzt natürlich ziemlich lange aufgehalten. Ich kann wieder fahren. Auf der Wiese wollte ich jetzt nicht schalten. Das werde ich jetzt probieren, weil jetzt habe ich hier einen schönen Weg. Hier oben scheint wieder der Mond. Und ich habe heute die Sonne erst von hinten und dann von der Seite. Auf alle Fälle nicht von vorne. Ich fahre nach Westen. Das geht. Ich habe jetzt 21 Kilometer weg. Naja, ein Stück ist noch. Schaltung funktioniert. Alles gut. Ihr wisst gar nicht, was mir jetzt für einen Stein vom Herzen gefallen ist. Dass es nichts Ernstes ist. Und wie schön ist es jetzt wieder auf glatten Asphalt zu rollen. Oh. Herrlich. Mal den landwirtschaftlichen Verkehr vorlassen. Ich weiß gar nicht genau, wo ich jetzt bin. Hier ist ein altes Schloss. Ich blende das mal ein. Und hier ist die Dorfkirche. So, scheinbar muss ich hier hoch.
Das ist aber gesperrt. Aber hier muss es ja auch an der Seite vorbeigehen. Ich gehe mal zur Kirche hoch. Ja, der Frust liegt hinter mir. Ach, und vor mir eine kleine Straße mit Asphalt. Und da vorne ist eine schöne Mühle. Da fahren wir jetzt hin. Die Mühle scheint in Privatbesitz zu sein. Da steht ein Sonnenschirm draußen. Ja, der Weg war jetzt nicht so toll, aber ich sag mal so, ich habe hier meine Ruhe und habe eine schöne Aussicht. Ich bin jetzt schön oben. Mal sehen, wann ich Leipzig sehe. Ich bin jetzt übrigens in Weltewitz. Hier ist ein Teich, ist es nicht. Oder vielleicht was Feuchtes. Auf alle Fälle gibt es hier eine Sitzgruppe. Und ich habe hier ein bisschen Schatten. Und jetzt mache ich erstmal eine längere Pause. Das war jetzt viel Landstraße. Aber man ist zügig vorangekommen und der Verkehr hält sich hier wirklich in Grenzen. Also zwischen zwei Dörfern überholte ich mal ein oder zwei Autos. Und die Dörfer liegen meistens so 2 Kilometer auseinander. Also alles total entspannt. Ich glaube, ich komme jetzt gleich in einen Ort, den ich schon kenne. Ich bin ja jetzt hier in der Endmoränenlandschaft zwischen Eilenburg und Taucha. Ich habe jetzt noch 15 Kilometer, habe schon 32 geschafft und es ist kurz vor 12. Pause ist beendet. Ich werde jetzt auch keine Pause mehr machen. Doch, meinen Apfel werde ich noch essen. Also ein Päuschen gibt es noch. Irgendwann, kurz vor daheim. Und dann freue ich mich doch schon auf zu Hause. Ich bin jetzt hier übrigens auf dem Lutherweg. Achtung! Ja, ich muss hier rein. So, ihr seid live dabei. Natürlich, da war eine Einfahrt. Da kann man nicht rein. Mal richtig hochhalten, dass der Kopf auch drauf ist. Ja, es ist jetzt ganz schön warm. Ich habe jetzt noch mal richtig viel getrunken und schauen wir mal, wie es hier noch weitergeht mit den Endmoränen hoch und runter. Aber doll ist es nicht. An diesen Schotterweg hier kann ich mich noch gut erinnern. Allerdings kann ich mich nicht daran erinnern, wie es denn weitergeht. Irgendwie habe ich das ausgeblendet. Auf alle Fälle kommt da oben am Waldesrand. Also ein kleiner Streifen ist da. Oh, Leute. Da kommt eine Bank. Das weiß ich noch. Und da esse ich meinen Apfel. Noch was Frisches. Ich brauche hier immer was, wo ich mein Fahrrad ordentlich abstellen kann. Sonst bleibt nur hinlegen, weil mit dem Gepäck hält der Ständer natürlich nicht. Taucher Endmoräne. Und ich glaube, mich jetzt auch zu erinnern, wie die Wegführung hier sein wird. Ich glaube, das wird ganz nett. Bis nach Hause. Ich bin jetzt durch Pönitz durch. Bin jetzt doch ein bisschen anders gefahren als das letzte Mal. Und das ist hier bald ein bisschen besser. Weil ich musste jetzt nicht durch den Wald. Ich weiß noch, beim letzten Mal, da lag da auch der ein oder andere Baum quer. Der Weg ist jetzt hier nicht so besonders, aber das geht nur noch ein Stück bis vor und das andere bin ich neulich erst gefahren, das kenne ich dann alles. Ja, da war es das schon wieder fast. Ich werde noch eine Pause machen, hoffe ich. Kurz vorm BMW-Werk. Und da gibt es dann noch ein paar Worte. Ansonsten gibt es jetzt hier nichts mehr zu sehen und zu sagen. Und dann sage ich mal bis nachher. Ich quäle mich hier gerade über die letzte Endmoräne. Ich hoffe, es ist die letzte. Nicht, dass ich denke, ich bin schon viel
näher, als ich eigentlich bin. Aber ich denke mal, das passt. Ein bisschen kenne ich mich ja jetzt doch hier aus. Also ich bin ganz schön groggy jetzt und bin froh, dass ich gleich zu Hause bin. Am Horizont sieht man jetzt schon das BMW-Werk. Ich fahre jetzt hier noch den Weg bis vor und danach geht es wieder auf dem reinen Radweg im Prinzip bis nach Hause. Also entspannt. Ja, ich habe jetzt auf dem Tacho hier habe ich 36,7, auf meiner Uhr habe ich schon über 37. Aber das liegt natürlich daran, dass ich auf der Brücke 1000 Mal hin und her gelatscht bin. Ich hoffe, die Aufnahmen sind was geworden. Ach nee, das war ein Stress. Aber Ende gut, alles gut. Jetzt geht's entspannt nach Hause. Mein Lieblingsplatz war leider besetzt, aber hier gibt es ein paar Ausweichstellen. Ich bin jetzt unterhalb vom BMW-Werk, das sind jetzt noch ca. 6 Kilometer bis nach Hause. Ich habe jetzt reichlich 41 geschafft. Der heutige Tag war sehr anstrengend, aber auch nur deshalb, weil ich Stödel halt diese Wortfindungsstörung. Naja, ihr wisst schon. Mir fällt es nicht ein. Dieses Band. Oh nee, leider. Naja, jedenfalls habe ich mir das Ding in die Schaltung geleiert und da war ich selbst dran schuld. Das hat mich ziemlich zurückgeworfen. Ansonsten war es eine schöne Tour eigentlich. Von den Straßenverhältnissen her war es okay. Und ich musste zwar viel Landstraße fahren, aber das waren wirklich ruhige Landstraßen. Und es gab auch immer mal Radwege. Also es war so durchwachsen, aber insgesamt gut zu fahren, muss ich sagen. Nochmal vielleicht noch was zur Nacht. Ja, die Nacht war etwas schwierig. Da kam ja diese Katze immer. Nicht, dass ich irgendwas gegen Katzen habe, aber ich hatte halt Angst, dass die mir mein Zelt kaputt kratzt. Und da habe ich echt keinen Nerv dazu. Ja, als ich dann schon fast am Schlafen war, schlich dann was um mein Zelt. Ich habe gedacht, das war die Katze, vielleicht war es auch ein anderes Tier, keine Ahnung. Auf alle Fälle war das da am Wasser ziemlich hektisch manchmal. Ich konnte halt relativ schlecht einschlafen. Dann bin ich in der Nacht mal wach geworden, da konnte ich dann auch sehr schlecht einschlafen. Dann habe ich allerdings bis um 6 rum geschlafen, das war okay. Es war auch nicht ganz so kalt wie die Nacht davor. Aber so 12 Grad waren es. Ja. Ja, das ist hier keine schöne Stelle. Hier kommen laufend irgendwelche Leute vorbei. Das ist blöd. Aber es kommt auch keine bessere mehr. Von daher muss ich die jetzt nehmen. Die Sonne, die brennt, das macht mich fertig. Ich habe jetzt noch ungefähr 6 Kilometer bis nach Hause. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Insgesamt war die Tour richtig schön. Das, was mir passiert ist, war ja größtenteils immer meine Schuld. Meine Dummheit. Ansonsten war es schön. Es war sehr anstrengend. Also der erste Tag, das waren ja fast 60 Kilometer.
Und das merkt man dann schon irgendwie. Das letzte Mal war ich 4 Tage unterwegs. Das fand ich insgesamt nicht so anstrengend wie diesmal. Also ich bin diesmal mehr kaputt. Und ich freue mich jetzt auf zu Hause. Trotzdem hat es Spaß gemacht. Dieses Draußensein, dieses Fahren, Zelt aufbauen, schlafen, Zelt abbauen, fahren, Zelt aufbauen. Das ist irgendwie so meditativ und man ist so total weg von allem. Ja, also das ist richtig schön. Das gefällt mir gut. Also das war jetzt nicht die letzte Radreise. Für dieses Jahr vielleicht schon. Radtouren habe ich schon noch geplant, aber das werden wahrscheinlich nur noch Tagestouren werden dieses Jahr. Mal sehen, ob es mich spontan noch mal rauszieht. Ansonsten gibt es natürlich wieder Wanderungen. Aber diese Woche werde ich erstmal noch schön chillen. Damit verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, geht raus, habt Spaß und macht auch einfach mal Dinge, wo ihr denkt, die traut ihr euch nicht. Traut euch einfach mal. Das passt schon.